Und herzlich willkommen zu The Binding of Isaac After West Plus. In der letzten Folge, gar keine Ahnung, haben wir wahrscheinlich wieder diese komische Herausforderung probiert. Diesmal werden es wieder machen, aber diesmal mit Maggie. Die minus 8, bitte nicht komisch gucken deswegen. Ich habe neulich gestreamt und zwar auch wieder Isaac. War ein sehr schöner Stream, muss ich sagen. Waren viele Leute da und haben auch gechattet und so. Und das erste Mal mit Co-Kommentator war sehr witzig. Danke nochmal an den Jay, der damit kommentiert hat. Das hat mir die Chance gegeben, mich zu konzentrieren. Und Joe, und war toll. Ich habe irgendwas aufgesammelt. Habe ich die Bombe aufgesammelt? Weil ich darf ja nichts aufsammeln. Hat Maggie von Anfang an eine Bombe? Moment, was? Scheiße. Gleich erstmal die Challenge vergessen, wie die überhaupt geht. Geil. Nein, Maggie hat von Anfang an keine Bombe. Okay, perfekter Start. Let's go. Ich darf keine Münzen einsammeln. Wie behindert bin ich denn? Okay, Leute, Moment, gleich geht's los. Gehören, konzentrier dich mal kurz und mach irgendwas, dass du weißt, was du tun musst. Okay, was kriegen wir hier? Betrayal, turn your enemy. Habe ich natürlich mit Absicht gemacht, damit wir ein gutes Item bekommen. Ja, ja. So, jetzt nochmal. Was machen wir? Wir machen genau dasselbe wie jedes Mal. Also wie die letzten 3, 4, 5, 8 Milliarden Versuche. Und zwar werden wir die It's the Key Challenge probieren. Das ist halt die Errungenschaft. Also irgendwie ist es ja schon eine Challenge, wo man nur Schlüssel einsammeln darf, aber nichts anderes. Also alles, was ich eben getan habe, war falsch. Ich darf weder Bomben einsammeln, noch Münzen. Ich würde die aber gerne einsammeln. Ich warte auf den Tag, wo ich alles einsammeln darf. Sondern ich darf nur Schlüssel einsammeln und natürlich Items und Pillen und was gibt's noch? Runen darf ich auch einsammeln. Aua. Und ich habe jetzt einfach mal Maggie genommen, obwohl die natürlich von Anfang an erstmal mega scheiße ist. Aber die hat als Space-Item, wie jeder weiß, zumindest wenn man schon irgendwas für sie freigeschalten hat. Ich glaube, wenn man Mom besiegt oder sowas, dann hat sie von Anfang an das Herz. Das Yummy-Yummy-Yummy-Herz. Nicht zu verwechseln mit den Yum-Yum-Nudeln, aber fast dasselbe. Und mit diesem Yum-Yum-Herz kann man sich um ein Herz heilen, wenn man will. Und mir ist aufgefallen, dass... Nee, eigentlich nicht. Aber ich nehme das jetzt trotzdem als Ausrede, dass mir am Ende immer Leben gefehlt haben. Beim Stream zum Beispiel. Alles andere war okay, aber die Leben haben halt immer so einen Scheiß gebaut. Nein, eigentlich habe ich immer eine Münze eingesammelt. Irgendwann innerhalb des Ones. Oder wenn ich mal bis zu Satan gekommen bin oder sowas, dann habe ich da eine Münze oder so eingesammelt wegen Unkonzentriertheit. Ist das richtige Wort dafür? Ich nenne es mal Dummheit. Wegen Dummheit. So. Und ich hoffe, das wird heute nicht passieren. Ich möchte nämlich diese Challenge irgendwann auch mal schaffen. Ich habe ohne Witz 3 Stunden lang fucking gestreamt und hab's nicht hinbekommen, ein einziges Mal ein One zu schaffen. Wir müssen übrigens bis zu The Lamb kommen, falls es irgendjemanden wundert, wie lange wir denn hier spielen müssen. Also man kann nicht nur einen neuen Speicherstand aufmachen und dann bis zu Mom gehen oder sowas. Das geht nicht, sondern man muss tatsächlich The Lamb besiegen, also bis zum allerletzten Endgegner und dann auch noch den bösen Endgegner, wo man nicht vorm Endboss noch 4 geile goldene Truhen bekommt, wie es ja bei dem Blue Baby der Fall wäre. Wir sind doof. Und wir haben hier Larry Jr., aber ich fühle mich recht sicher als Maggie, muss ich sagen. Aber ich werde mir hier schön viel Zeit lassen. Eigentlich mag ich Maggie halt gar nicht. Aber ja, schön viel Zeit lassen und darauf achten, ob vielleicht irgendwo eine blöde Münze vor irgendeiner Tür liegt. Nicht, dass ich die dann einsammle beim Rücklaufen oder sowas, weil das wäre wirklich mega behindert. Okay, nochmal ein HP ab. Ist gar nicht schlecht. Goldenen Raum haben wir mitgenommen. Dann können wir weitergehen. Ach ja, aber eigentlich, Maggie ist, glaube ich, mein aller... Na, ist sie mein Hasscharakter? Schon gut möglich. Also einer, auf jeden Fall in den Top 3 von den Hasscharakteren, weil sie einfach so langsam ist. Also ohne diese Speed-Up-Pille, die sie da von Anfang an hätte, wäre sie, glaube ich, wirklich Platz 1. Noch hinter allen anderen. In den Top 3 ist zum einen dann auch noch die mit dieser Kiste. Wie heißt die denn nochmal? Lilith? Die finde ich auch richtig scheiße. Oder der Shopkeeper, obwohl der natürlich von Anfang an 3er-Schuss hat, aber seine Lebenanzeige und sowas ist einfach mega kacke. Ich mag das gar nicht. Ja, tatsächlich, ich mag The Lost mehr als Maggie und Lilith. Cool, oder? Und auch, oh, juhu, das ist nett, Samsons Lock. Ich glaube, das macht in der ganzen Ebene, dass wenn wir getroffen werden, für die ganze Ebene tatsächlich stärker werden. Wir wollen natürlich trotzdem nicht getroffen werden, auch wenn wir hier ein bisschen safe sind mit unserem... Können wir wirklich mal essen hier, dass wir volle Leben haben. Wollen wir trotzdem nicht getroffen werden? Denn Leben sind ja immer ganz nett, nicht wahr? Wir haben leider keinen Schlüssel. Das ist lame. Naja. Ja, und ansonsten, wenn wir hier irgendwie per Zufall noch andere Errungenschaften irgendwie auf dem Weg liegen, also das sind so random Sachen, wie zum Beispiel schlafe in 10 verschiedenen Betten oder nutze 10 Tiers up in einem One oder so. Alles, wo ich nicht wirklich Einfluss drauf habe, sind das halt. Das heißt, die kann ich, ja, die muss ich per Zufall irgendwann mal freischalten, damit ich alle habe.
Und das hier ist die einzige Errungenschaft, wo ich halt noch selber in der Hand habe, ob ich sie jetzt, ob ich sie jetzt schaffe oder nicht. Deswegen freut mich das sehr. Wir haben einen Geheimraum irgendwo freigeschalten. Ich würde gerne wissen, wo. Was haben wir denn hier? Eine rote Kiste mit 9 Leben drin. Okay. Wir haben halt nur ein Leben. Wir haben gerade so viele Leben, das lohnt sich gerade nicht. Ich hoffe, wir kriegen einen Devil Deal. Dann dürfen wir hier halt jetzt nicht getroffen werden bei Pin. Aber gegen Pin sollte das eigentlich gut gehen. Ich meine, Pin ist jetzt nicht der allerschwerste Boss. Wenn ich mich jetzt nicht total behindert anstelle und er mich mit so einem Seitenschläger trifft, sollte das ganz gut gehen. Ja, wenn das alles gut geht, kriegen wir einen Devil Deal, den können wir dann mitnehmen. Schön viele Leben da opfern. Im besten Fall natürlich 2 Zweier Devil Deals, das wäre das Allergeilste. Und dann hätten wir nur ein Leben und dann können wir auf jeden Fall das 9-Lebens-Item mitnehmen. Oh, noch ein Lebens-Upgrade. Nicht schlecht. Und noch ein Gabi-Item. Oh, krasser Scheiß. Okay, wir dürfen auch keine Herzen mitnehmen. Heiß, aber wir nehmen Gabis Hairball mit. Dann nehmen wir das hier noch nicht mit, sondern wir gehen... Ist jetzt zwar ein bisschen lame um die Leben, aber um Gabi zu werden, mache ich alles. Gabi werde super toll. Dann nehmen wir Dead Cat mit. Jetzt haben wir leider nur noch ein rotes Herz. Das heißt, momentan bringt uns tatsächlich das Yamhat gar nichts. Aber das Gute ist ja, wir haben hier noch ein Lebensupgrade. Dann haben wir schon mal 2 Leben. Doch, das sieht gut aus. In einer Ebene 2 Gabi-Items. Mega gut. Und das Ganze in nur 5 Minuten. Wow. Ach ja, was ist sonst bei mir los gewesen? Ich guck in letzter Zeit sehr viel Haikyuu, wenn ihr das kennt. Das ist ein Anime, wo es um Volleyball geht. Aber es ist nicht so ein wir sind die krassesten Leute Anime, Sport-Anime. Also das kennt man ja vielleicht von Kickers oder sowas. Dass die da so Superfähigkeiten haben und Tricks auspacken, die man in Wirklichkeit gar nicht machen kann. Aber bei Haikyuu ist das anders. Da ist das alles sehr nachvollziehbar. Aua. Und... ja, wirkt alles sehr real und so. Und trotzdem noch sehr cool. Und nur wegen dem Anime, nein, nicht nur, aber es war der ausschlaggebende Grund, habe ich mich jetzt tatsächlich bei meinem, in meiner Stadt für den Volleyballclub angemeldet. Und morgen ist tatsächlich die erste Stunde. Ich bin so super aufgeregt. Ich habe immer so ein Kribbeln im Bauch, wenn ich dran denke. Jetzt eher weniger, weil ich da neue Leute kennenlerne. Ich glaube, die sind alle cool Leute, oder? Volleyball-Leute sind bestimmt cool. Sondern eher... wie das alles abgeht und ich freue mich irgendwie. Ich glaube, das macht mir richtig, richtig Spaß. Volleyball. Habe ich auch damals mal in der Schule gespielt, aber ich glaube, da haben wir es nicht so wirklich richtig gespielt. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall viel mehr über Volleyball, allein wegen dem Anime. Ich habe mir jetzt auch noch ganz viele Regeln angeguckt und sowas, was man beim Volleyball beachten muss und was es da für tolle Tricks gibt und so ein Scheiß. Ich bin super vorbereitet. Bin ich sehr gespannt, wie meine erste Volleyballstunde dann morgen ist. Ich krieg ein Solo-Training von einem Trainer, der eigentlich nicht an dem Tag, wo ich hingehe, trainiert. Eigentlich trainiert er nämlich eine andere Gruppe. Aber extra für mich geht er dahin. Aua. Und zeigt mir, wie alles abgeht. Ist geil, oder? Bin ich sehr gespannt. Ich habe auch Ewigkeiten halt keinen Sport mehr gemacht. Ich glaube, mein letztes Sport im Verein war, glaube ich, Tennis. Und das war 2012, glaube ich. Also schon ein bisschen her. Und da hat sich meine Tennisgruppe leider aufgelöst. Und ja, voll doof und so. Irgendwie haben sich meine ganzen Sportvereine immer aufgelöst. Fußball hat sich damals nämlich auch aufgelöst. Beziehungsweise ist irgendwann einfach keiner mehr hingegangen. Und das war der Grund. So, vielleicht rote Kisten. Nö, dann will ich das nicht. Ja, aber ich freue mich. Ich hatte sowieso mal wieder Bock auf einen Teamsport. Und ich wusste nur nicht was. Auf Fußball hatte ich irgendwie keine Lust. Und was gibt's sonst noch? Handball habe ich, glaube ich, zu kleine Hände für. Ich habe so richtige Wurstfinger, Leute. Und ich habe das die Befürchtung, ich kann dann diese mit dem Gabi-Item den Handball gar nicht richtig halten oder so, was weiß ich denn. Und beim Volleyball hält man den Ball ja zum Glück nicht, sondern muss den nur pritschen und baggern, heißt das, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Da habe ich noch nicht so richtig raus, aber baggern tut man da auf jeden Fall. Und das Schöne ist, ich trainiere neben den Mädels. Heißt, ich sehe da bestimmt auch ganz hübsche Mädels in kurzen Shorts. Cool, oder? So, wir können in den goldenen Raum, da fällt mir auch gerade ein, fast hätte ich es eingesammelt. Wir werden immer mehr zu Samson hier. Da fällt mir ein, wir haben den goldenen Raum in der letzten Ebene nicht mitgenommen, das ist ein bisschen schade. Wir könnten da den Schlüssel holen tatsächlich. Dafür müssten wir nur ein Leben opfern, aber ich glaube, das ist okay. Denn wir können uns ja heilen. Ja. Okay, ein goldener Schlüssel. Ich glaube, ich mache das sogar, ich hole mir hier einmal den... Schlüssel da drüben. Dann haben wir natürlich nur ein Leben. Aber ich glaube, das lohnt sich. So, Schlüssel holen. Oder
Ich heile mich und gehe mit Simon weg. Ich glaube, das ist sicherer. Noch ein Schlüssel. Guck mal, wir sind jetzt schlüsselreich oder wie man das nennt. Das Reich der Schlüssel? Schlüsselreich? Hm, man weiß es nicht. Apropos Reich, Leute, ich hab Englisch gelernt. Ich wiederhole mich übrigens jetzt voll, was ich so im Stream gesagt habe, aber ist ja egal, oder? War ja nicht jeder im Stream dabei. wusstet ihr, dass ein Kind, ein Sohn von Queen Victoria, also die Queen aus England, die Queen Victoria, nach der die viktorianische Zeit benannt wurde, ein Sohn davon war irgendein Henry, glaube ich. Ja, Henry? Kann sein, dass er Henry hieß. Auf jeden Fall, der Sohn war dann in Deutschland irgendwann Kaiser, oder Wilhelm? Kaiser Wilhelm III. Oder sowas ist der geworden. Geil, oder? Ein Sohn einer Queen. Ich sterbe hier gerade, das ist ein bisschen lame. Ich hätte gerne meine Leben behalten. Ja, oh, dass ich da nicht getroffen wurde, ist krass. War einfach ein Kaiser in Deutschland. Wusste ich auch nicht, dass das möglich ist. Wir sind tot. Ach, scheiße. Wie soll ich den denn jetzt mit einem Leben hier schaffen? Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu schwach dafür. Oh, oh. Oh, oh, Leute. Oh, oh. Voll, das war nicht mal eine Special Edition. Oh, aber wir werden natürlich stärker, weil wir hier... Je häufiger wir getroffen werden, wir haben dieses Rage-Dingsbums. Und das ist nämlich für die ganze Ebene. Wir haben hier zwei... Genau, unser Trinket macht, glaube ich, dass wir im Raum, je öfter wir da getroffen werden, dass wir für den einen Raum stärker werden. Und die Blutlust, die wir haben... Ah, fuck. Oh, danke, dass du den anderen gekillt hast. Die macht, dass wir im ganzen... in der ganzen Ebene stärker werden. Das ist ein super Item. More of the Void. Vielleicht auch nicht so ganz super. Also wir laden jetzt hier so einen Kreis auf, wenn wir schießen. Und dann machen wir hier schon so einen roten Kreis um uns... oder so einen schwarzen Kreis um uns rum, wenn wir was auslösen. Das macht sehr viel Schaden. Ist halt wie so ein Brimstone. Das Blöde ist halt, da, wenn wir die Gegner damit töten, dann ist die Chance hoch, dass da ein schwarzes Herz rauskommt. Und ich darf ja keine Herzen einsammeln. Das heißt, wir müssen jetzt vermehrt darauf achten, wenn wir diesen More of the Void einsetzen, dass wir bitte, bitte kein schwarzes Herz einsammeln. Hm, naja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie Volleyball abgeht. Und ich freue mich aufs Tauchen und so. Ich vermute mal, dass in der ersten Unterrichtsstunde noch kein Tauchen kommt. Wer nicht weiß, was Tauchen ist, das ist halt, wenn man schwer an den Ball rankommt und dann sich so, ja, halt taucht sozusagen. Quasi mit der Brust am Boden aufkommt und den Ball dann hochschleudert, so ganz knapp vom Boden. Und dann muss man sich aber noch so positionieren, dass man natürlich nicht mit der Brust auf den Boden ankommt, sondern das ein bisschen abfedert mit seinen Händen und dann erst mit der Brust aufkommt. Das soll recht schwer sein, aber notwendig für Volleyball. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich habe sogar neue Sportkleidung dafür geholt. Ich glaube, meine letzte Sportkleidung, die ich überhaupt irgendwann mal hatte, war tatsächlich auch in der Realschule. Ja. So des K, so des Nee. Yes, hi, 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 hi. Oh, hallo Lust. Ich habe hier ein bisschen wenig Platz. Möchtest du... Oh Gott, ich glaube, der macht auch einen ganzen Schaden, ne, wenn er trifft. Möchtest du bitte immer wieder hier um diese Kacke rumlaufen? Das ist sehr nett von dir. Nämlich Poison Touch. Bringt halt überhaupt gar nichts, aber ich nehme es trotzdem mit. Oh, wir sind langsamer geworden durch Poison Touch. Geil, hätte ich das mal nicht mitgenommen. Na, Nüchen. Ach ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ich habe noch Big Mouth geguckt. Ist ja jetzt auch die dritte Staffel schon bei Netflix. Ich glaube, ist aber auch Netflix-exklusiv. Kann ich empfehlen. Also, wenn ihr Teenager seid, dann wird euch das wahrscheinlich richtig gut gefallen. Das ist sehr obszön und geht halt... Ja, ums Teenager sein, Sex und so. Ist ganz cool. Finde ich witzig. Ist eine Animationsserie. Aber nur auf Netflix, soweit ich weiß. Und da läuft gerade die dritte Staffel. Und ich, irgendwie finde ich, die sind erwachsener geworden jetzt in der dritten Staffel. Also klar, aber die Protagonisten da werden irgendwie reifer und so, aber irgendwie... Ich habe das Gefühl, in der ersten Staffel, da waren die noch sehr extrem. Und die werden jetzt immer weniger extrem. Aber das tut der Serie trotzdem keinen Beinbruch irgendwie. Oh, ein Punching Bag. Ja, ich meine, ich kann den sowieso nicht umändern, von daher... Hi! Hallo, Punching Bag! Guten Tag! Sie dürfen mir gute Dienste leisten, in denen Sie... Hä? Fängt er die nicht ab? Ich dachte, der fängt die ab. In denen Sie Leute abärgern hier. Spielen Sie den Lockvogel, bitte. Bitte, spielen Sie den Lockvogel für mich, sodass ich punkten kann. Achso, wenn ihr übrigens Haikyuu noch gar nicht geguckt habt, guckt euch den Anime an. Das ist ein super Anime, der halt auch dazu bringt, tatsächlich Sport zu machen. Ja, ja.
Ja, gibt's sonst noch was? Family Guy, eine neue Staffel ist auf Netflix gekommen. Also ich guck gerade sehr viel Zeug. Ansonsten mache ich halt nur sehr viel Schule. Von daher ist das umso besser, dass ich jetzt auch noch mal Sport zumindest einmal die Woche habe. Obwohl ich glaube, ich würde auch gerne zweimal die Woche haben. Ich bin jetzt auch erstmal nur probeweise bei einer Gruppe dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass ich später vielleicht noch in eine richtige Gruppe komme. Also ich komme jetzt gerade nicht zu den Herren, die halt auch am Wochenende und so Spiele machen natürlich. Das finde ich ein bisschen schade. Sondern ich bin bei so ein Mixed-Dingsbums für Jugendliche und Erwachsene und so. Bin mal gespannt auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall richtig gut vorbereitet, ich muss die mitnehmen, Leute. Hoffentlich ist da keine Münze drin. Ich muss gucken, ob da irgendwo ein Gabi-Item drin ist. Rechts oder Mitte? Komm, wir gehen in die Mitte. Okay. Ich hätte auch einfach meinen Hanged Man hier einsetzen können. Ich bin so ein Vollidiot. Und hier noch. I can see forever. Tja, trotzdem Hanged Man einsetzen? Ja, schon, oder? Ich meine, wir kriegen hier Schlüssel und so. Okay, ja. Hätte ich gleich von Anfang an einsetzen sollen. Das wäre viel schlauer gewesen. Na gut, egal. Machst du nix. Weiter geht's. Ja, aber ich hätte richtig Bock irgendwie auf Competition beim Volleyball. Natürlich erst später, wenn ich auch mal irgendwas drauf habe und das Team auch unterstützen kann. Oder irgendwie freue ich mich da mega drauf. Und ich würde, glaube ich, auch öfters als zwei oder als einmal die Woche trainieren wollen. Aber ja. Das ist, glaube ich, mein Hauptthema heute. Dass ich mega aufgeregt bin und alles wegen Volleyball. Die erste Stunde wird auch wieder mega strange sein, weil da halt neue Leute sind und ich war Ewigkeit nicht in der Sporthalle hier. Ah, Leute, gebt mir mal Mut, dass ich da morgen alles schön mache. Gebt mir mal Mut. Vor allem, ich werde der Einzige sein mit einer langen Hose da. Aber ich glaube, beim Volleyball hat man sowieso... Ach, du blöd Mann, du. Ich glaube, beim Volleyball hat man sowieso eigentlich immer kurze Hosen an, ne? Aber ich mag lange Hosen mehr. Weiß ich auch nicht. Fühle ich mich geborgener. Dann fühle ich mich geborgener. Obwohl man natürlich... Okay, jetzt macht er sowas. Mehr Freiheit hat... Wenn man mit Shorts ist, macht der einen ganzen Schaden, wenn er trifft? Ich weiß es nicht. Greift bitte meinen Klon an. Oder den Punching-Bag da. Okay. Nehme ich gleich mit. Ich nehme auf jeden Fall mit, was hier ist. Ein Brimstone zum Beispiel? Ich nehme dich mit. Oh nein, ich bin tot. Wie konnte das passieren? Okay, genau. Diese Sensen, du bist bitte ein HP ab, ein All Stats ab. Okay, okay. Ein bisschen... Angriffsschaden. Oh, 8 Angriffsschaden und wir greifen schneller an, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ist eigentlich ganz geil. Und bisher habe ich noch nichts Falsches eingesammelt. Geil. Ja, und apropos Teamsport, Leute. Das ist jetzt einfach wirklich das Oberthema hier. Macht ihr einen Teamsport? Wenn ja, was macht ihr? Habt ihr vielleicht auch mal Volleyball gespielt? Oder was macht ihr für einen Teamsport? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob hier unter meinen Zuschauern auch irgendwelche Sportler sind, die da irgendwas machen. Und vielleicht ist da sogar ein Ich hätte den Scheißaufnahmen mitnehmen können. Vielleicht ist ja sogar ein Volleyballspieler unter euch. Da können wir miteinander quatschen und uns Tipps geben. Und derjenige könnte mich motivieren, falls ich dann da irgendwie unmotiviert bin, weil irgendwas nicht funktioniert oder so. Das fände ich ganz toll. Also sagt mal, Leute, haut mal raus, was ihr so für Sport macht. Oder ob ihr überhaupt keinen Sport macht, dass ihr... Oder ob ihr früher mal Sport gemacht habt oder irgendwie sowas. Hallo, Error. Na? Ich habe Angst, dass da irgendwas Böses rauskommt. Genau das. Ich lass Error mal Error sein. Der kann natürlich auch immer mal gute Items geben, aber das ist mir gerade zu riskant, dass ich irgendeine Scheiße einsammle. Deswegen lassen wir das mal. Mir gefällt übrigens das Stirnband, das wir da aufhaben. Kannst du mal runterkommen. Das ist garantiert so ein toten... Ja. Die brauchen nämlich immer übelst lange diese Knochendinger, bis sie runterkommen. Das ist mir schon bekannt. Und ich merke gerade, ich habe mega Hunger, Leute. Ich habe mega Hunger. Ah, so Hunger. I'm so hungry. Ich habe heute nichts gegessen. Warum habe ich nichts gegessen? Weil ich da noch keinen Hunger hatte. Ach, Mann. Ja, tja, worüber können wir noch reden? Der Stream war toll. Danke, Jay. Habe ich am Anfang schon gesagt. Wenn ihr beim Stream dabei wart, wie fandet ihr, dass der Jay, also der Co-Moderator da, mit co-moderiert hat? Fandet ihr das gut? Fandet ihr das schlecht? Also, soweit ich weiß, hat sich keiner beschwert. Nur einer hat sich beschwert, dass ich doch bitte die Facecam ausmachen soll. Kann ich vollkommen verstehen. Aber nein, werde ich nicht tun. Nicht beim Stream.
Und ich fand das ganz, ganz angenehm tatsächlich, dass der, dass mit so einem Co-Moderator. Dann musste ich euch nicht die ganze Zeit alleine unterhalten hier. Konnte auch mal mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren tatsächlich. Und konnte auch mal die Klappe halten. Das ist sowieso das Angenehmste. Mal die Klappe halten und einfach mal nix sagen. Das darf man ja sonst nicht bei Videos und so. Habe ich so gelernt. In der guten alten Let's Player-Schule wurde mir gesagt, man darf niemals die Klappe halten. So ist das, Leute. Ja, ansonsten läuft da gerade Cathedral. Sehr schönes Spiel. Also wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, dann schaut da zumindest mal die erste Folge an. Das ist so ein Metroidvania Mega Man Abklatsch. Na, kein Abklatsch. Ist schon was anderes. Und so ein bisschen RPG-Style ist es auch. Und schöne Bosse etc. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr gutes Item. Holy shit. Tech X. Also dieser One ist auf jeden Fall gewonnen. Wenn ich nicht irgendeinen Scheiß einsammle. Oh, guckt euch das an, wie schön das ist mit Tech X. Oh, okay, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das vielleicht besser oder schlechter ist als die Penetration Shots, die wir da eben hatten. Aber an sich, doch, Tech X macht schon mehr Schaden, oder? Okay, jetzt muss ich einfach nur noch mehr aufpassen. Ich habe so Angst vor diesen... Ey, lol! Ich wusste nicht, dass der Punching Bag die auch abfängt. Bei dem werde ich jetzt hundertprozentig getroffen. Okay, doch nicht. Noch ein Schlüssel. Alter, okay, wir sind richtig gut auf jeden Fall aufgestellt vom Damage her. Das Einzige, wo wir jetzt darauf achten müssen, nichts einsammeln. Und am besten zwei Leben behalten, weil mit einem Leben zu The Lamp ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht ausprobieren möchte. Da muss ich mich dann nämlich ultra anstrengen und das wäre nicht gut. Und jetzt müssen wir noch darauf achten, wir müssen auf jeden Fall das Negativ mitnehmen, weil wir zu Lamp müssen. So, ich glaube, es könnte sich überhaupt nichts lohnen, was wir hier mitnehmen. Baba Cement, nö. Deswegen lassen wir das mal. Mein Bauch knurrt. Ich hoffe, das hört man nicht im Video. Ah. Ach, und ich habe mich natürlich mega gut vorbereitet auf Volleyball, indem ich Beat Saber gespielt habe. Ich habe das auch einen Tag mal wieder gestreamt. Ich streame in letzter Zeit ein paar Mal häufiger, aber ja, immer noch nicht so richtig häufig. Nicht so, wie ich will. Wegen Schule und Stuff. Aber da habe ich mega Muskelkater bekommen. Ich spiele vor allem Beat Saber. Also Beat Saber ist ein VR-Spiel, wer es nicht weiß. Also ein Virtual Reality-Spiel, wo man zur Musik Klötzchen kaputt machen muss. Haben bestimmt die meisten schon mal gesehen. Und ja, das ist auch so schon anstrengend. Allerdings, ich spiele das mit so extra Gewichten, die ich dann an meine, wie nennt man das? Handgelenke packe. Und das bringt tatsächlich ultra viel. Das ist dann dieser Son Goku-Effekt. Die haben doch auch immer so ganz schwere Kleidung an. Und damit trainieren sie dann. Ja, ja, bestimmt genau dasselbe. Ist zwar nur ein Kilo, die ich mir, also, ja, sogar nur ein halber Kilo pro Handgelenk, das ich wieder rummache. Aber da man halt die ganze Zeit am Rumfuchteln da ist und natürlich die Arme die ganze Zeit hochheben muss dabei. Und das noch auf Schnelligkeit geht, weil du im richtigen Moment halt die ganzen Blöcke da kaputt machen musst, ist das auf Dauer schon anstrengend. Obwohl ich auch zugeben muss, dass meine Beine tatsächlich auch Muskelkater bekommen haben von der letzten Session. Das ist ein bisschen befremdlich. Aber anscheinend gehe ich auch... Oh nö, ein Tearstone. Anscheinend gehe ich auch ein bisschen in die Knie dabei. Also ich spüre mal richtig den Beat, Leute. Aber dann macht das auch nur Spaß, finde ich. Also wenn man nur so ein bisschen rumfuchtelt und nicht den Beat fühlt, da gibt es auch so einige Lieder, es kommt immer drauf an, wie die gemappt sind. Dann ist das so semi-geil, immer noch geil, aber nicht so geil. Aber wenn man dann so richtig im Flow ist und richtig so mit dem ganzen Körper mitmacht und auch in die Hocke geht und auch hüpft und sowas, dann finde ich das richtig gut, richtig geil. Genau deswegen denke ich auch, dass mir Volleyball sehr gefallen wird. Okay, rote Kisten muss ich leider mitnehmen. Kann immer mal unser letztes Gabi-Item drin sein. Alter, Tech X und ein Gabi-Item, das wäre der absolute Burner, Leute. Das wäre richtig heftig. Ohne Witz. Okay, warte, wir müssen darauf achten. Da ist ein rotes Herz, das wir nicht einsammeln dürfen. Nicht einsammeln dürfen, nicht einsammeln dürfen. Aber es liegt leider auf der roten Kiste, die wir auf jeden Fall öffnen werden. Hundertprozentig noch ein rotes Herz, das ist gemein. Ich will nicht so viele rote Herzen hier. Bleibt weg, ihr roten Herzen. Richtig geil, wer? Warte. Oh nein. Kannst du nochmal so eine Bombe machen? Mach nochmal so eine Bombe, die soll bitte das eine Herz wegschubsen. Naja, fast. Okay. Ich werde es probieren. Okay. Ich will nur die Pillen. Okay, ist okay. I can see forever, ist auch okay. Die andere Kiste mache ich jetzt gar nicht auf. Das ist mir zu blöd, Leute. Das ist mir zu blöd. Nicht, dass da noch irgendein Scheiß drin ist. Okay.
So, goldene Kiste ist mir auch zu riskant. To be honest. Nein, 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 nein. Ich mache hier gar nichts. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich mache das hier alles Nummer sicher. So. OMG. Und ich bin gespannt, beim Volleyball gibt es auch irgendwie 6 Positionen oder sowas. In welche Position der Trainer mich dann da sieht. Das wird auch alles sehr cool. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Allergrößte. Ich bin 1,80 groß. Ich kann mir vorstellen, dass man für Volleyball vielleicht ein bisschen größer sein müsste. Aber ich kenne auch Leute, die so 1,70 sind und trotzdem gute Volleyballspieler sind. Ich weiß leider nicht, welche Position die haben. Das hätte ich vielleicht mal nachfragen sollen. Denn es gibt ja beim Volleyball verschiedene Positionen, wie gesagt. Einer, der rüberknallt. Und beim Volleyball muss man halt sehr, sehr oft hüpfen. Und man muss ja auf jeden Fall über das Netz kommen in der Mitte. Ohne es zu berühren. Zum einen halt, um den Ball, wie gesagt, rüber zu buddeln. Dass man da auch mit Kraft den Ball überhaupt auf die andere Spielfeldseite hinbekommen kann. Und auch wenn man zum Beispiel blocken will, also wenn der Gegner angreift und du dann am Netz hochspringst, das ist ja blocken, da muss man halt auch andauernd hochhüpfen. Da musst du natürlich auch hoch genug hüpfen können. Oder deine Arme müssen auf jeden Fall hoch genug sein, dass du da überhaupt irgendwas machen kannst. Darf man eigentlich Batterien einsammeln in dieser Challenge? Keine Ahnung. Ich mach's mal nicht. Ich mach mal einfach gar nichts. Das Gute ist, wir sind hier gleich schon durch. Warte, nee, das ist noch nicht die Ebene mit Mams Herz, ne? Die kommt erst hier nach. Dauert also doch noch ein bisschen. Und ich hätte immer noch, ich hätte so richtig gerne noch ein Lebensupgrade. 3 Leben wären schon ein bisschen mehr Luxus als das, was wir gerade haben. Ich bin auch gerade am überlegen, wenn wir jetzt einen Devil-Deal bekommen. Okay, wir bekommen zum Glück keinen. Ob ich den mitgenommen hätte? Midnight Snack, okay. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Wir kommen sogar recht schnell voran hier. Das finde ich mega gut. Jo, ansonsten Family Guy. Mir ist aufgefallen, Leute. Klar, das ist auch irgendwie peripheres Sehen oder sowas. Nennt man das so? Keine Ahnung. Wenn man sich mit irgendwas beschäftigt, und davor ist einem das nie aufgefallen, aber danach, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann sieht man das quasi überall. Wie zum Beispiel Kinderwunsch. Davor, ja, juckt einen das nicht. Oh, Leute haben Kinder. Ach so, Kinderwerbung und so. Also fällt mir jetzt wirklich so gar nicht auf. Vielleicht mal so eine Pampers-Werbung oder sowas, aber sonst halt gar nicht. Aber wenn man jetzt den konkreten Kinderwunsch hätte, dann kennt das, also von euch vielleicht jetzt nicht so viele, aber ich glaube, man kennt das, dass man dann überall Babys sieht. Und so, kennt ihr, ne? Und ich hatte das jetzt auch so, zum einen wollte ich ja jetzt Volleyball spielen. Ich hatte keine Sportkleidung, musste gucken, wo kriegt man denn Sportkleidung her? So. Und dann sehe ich das allererste Mal in einer Werbung von einem Sporthersteller, oder nicht Hersteller, sondern einen Sportverkäufer. Und die Werbung habe ich davor noch nie gesehen. Und die haben genau, also die haben sogar mit Volleyballkleidung geworben einfach. What the fuck? Ich habe noch nie was von denen gesehen. Aber in dem Moment, wo ich danach suche, ist einfach im Fernsehen so eine Werbung. Was geht denn da ab, Leute? Kann man sich das vorstellen? Ohne Witz. Ich habe da jetzt schlussendlich trotzdem nicht meine Kleidung bestellt. Aber das ist schon krass. Und Fernsehwerbung ist ja jetzt nicht so eine Werbung, die sich an einen anpasst, wie zum Beispiel bei YouTube oder Twitch oder sonst wo oder auf Handy oder so. Also bei keine Ahnung, bei Instagram oder sowas. Da gucken die einfach dein Surfverhalten an und passen dann dementsprechend die Werbung an, die man sieht. Oder bei Google. Okay, geht gleich essen. Ja, danke. Komm gleich. Sondern es ist ja einfach Fernsehwerbung. Das soll ja ein größeres Publikum ansprechen. Kann also nicht explizit auf mich angepasst sein. Oder ich bin in so einer Two-Man-Show. Das kann natürlich auch sein. Und alle gucken mir, genau nur mir zu. Das kann natürlich sein, dass ich der Two-Man bin. Ist auch ein guter Film, Leute. Angucken, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Aber vermute ich mal eher weniger, dass das der Fall ist. Oh, wir sind schon bei Eclipse. Okay, nice. Mit 3 Leben, tatsächlich. Wollen wir das Leben herbekommen? Oh, macht der Midnight Snack etwa ein Leben? Oh, ist ja mega gut, das wusste ich gar nicht. Okay, mega gut. Nice. Ja, das war die erste Sache. Und die zweite Sache, bei Family Guy, da haben sie so, hier, wie heißt er, Sherlock Holmes parodiert, der wohl nicht echt ist. Das war ein Schock für mich, Leute. Ich hab Englisch gelernt und da haben die gesagt, Sherlock Holmes ist nur eine Literaturfigur. Den gibt es gar nicht wirklich. Der wurde sich nur ausgedacht, Leute, so wie Harry Potter. Das war mir nicht bekannt, Leute. Das war mir echt nicht bekannt. War ein Schock für mich. Aber kann ich mitleben. Ich dachte, der wäre echt. Benedikt. Da haben sie das auf jeden Fall
parodiert und da waren sie dann in Schottland, glaube ich, oder Wales. Ich glaube eher in Wales. Da waren sie dann in Wales mit dem Zug. Und keine Ahnung, ob ihr Family Guy kennt, aber da gibt es halt so einen Charakter, der sieht so ein bisschen verrückt aus und der macht so eine. Und den haben sie dann Zug getroffen und den haben sie dann gefragt in der Parodie, was ist denn der nächste Halt, wo müssen wir denn aussteigen? Und dann hat der Typ halt so gesagt und dann stellte sich heraus, das war halt dann der Gag, dass es so einen Ort tatsächlich in Wales gibt. Ich glaube sogar, das ist der längste Name, den es überhaupt auf der Welt gibt für eine Stadt. Ich. Aua, Blödkopf. Genau. Und kurz darauf war einfach in meiner Englischaufgabe genau das Thema. Dass genau dieser Ort, ja, genau dieser Ort war halt Thema. Dass das mit längsten Namen und so. Also ohne Witz, ein Tag nachdem ich die Folge geguckt habe von Family Guy, kam dann diese Aufgabe dran. In der Schule, in Englisch. Aua. Ich mag das nicht, wenn ihr mir wehtut. Komischer Zufall, oder? Also zweimal in kürzester Zeit, dass so ein Kram passiert ist. Ich nehme mal beides mit. Wird mir jetzt nicht so viel helfen. Book of Belial schon eher. Aber wir behalten natürlich Yamhart. Ich glaube, das war eine gute Idee, dass wir auf jeden Fall Maggie gespielt haben. Ah, schade, dass wir Yamhart nicht nochmal voll bekommen. Ich mache nochmal einen Raum einfach in der Hoffnung, dass wir da nicht getroffen werden in dem Raum. Aber dann unser Yamhart voll ist, dass ich zumindest mit 3 Leben zu Satan gehen kann. Und hoffentlich nichts mitnehmen. Wir machen diesen einen kleinen Raum hier. Kleine Räume können auch immer richtig assig sein, klar. Aber hier geht's gut. Okay, schön. Mal wieder volle Leben. Mit 3 Leben sollte ich Satan auf jeden Fall hinbekommen. Können wir sogar noch das Book of Belial mitnehmen, dann sind wir nochmal ein bisschen stärker. Müssen wir nur austauschen, sobald wir Satan besiegt haben. Oh, hallo Seetähnchen, nochmal 2 Damage hier mehr. Wir haben leider keine Bombe, die wir da platzieren könnten, aber ist okay. So, Hauptsache die Dinger am Anfang töten, ihn uns nicht treffen lassen. Und eigentlich ist halt seine zweite... Oh Mann. Seine zweite Form die schlimmste, die dritte ist die einfachste meiner Meinung nach. Ah, fuck you. Jetzt nicht dumm treffen lassen. Oh, du Bastard! Oh, shit. Oh, er hat nur ein halbes Leben abgezogen. Warum das denn? Okay, strange, aber ist okay. Oh, Mann. Das ist jetzt auch ein bisschen ekelhaft hier. Ja, okay, wir haben besiegt. Letzte Ebene, die wir schaffen müssen. Mit 1,5 Leben und 6 weiteren Leben. Aber ich glaube, mit einem Leben schaffe ich halt nichts. Gar nichts. Ich würde diese 3 Leben sehr gerne behalten. Okay, was wünsche ich mir jetzt für die Chest? Ganz klar wünsche ich mir ein drittes Gabi-Item. Ein drittes Gabi-Item, eventuell noch ein Lebens-Upgrade und dass wir mit vollem Leben zu The Lamb kommen. Okay, so weit war ich tatsächlich noch nie. Ja, wir kriegen ein drittes Gabi-Item! Wupp, 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 wir sind Gabi! Sieht zwar nicht wirklich süß aus. Wir sehen nicht wirklich Gabi-artig aus. Wir müssen auch aufpassen, dass da jetzt nicht irgendein Herz drin ist. Oh, okay. Dass wir nicht mitnehmen dürfen. Schnell weg. Okay. Okay, alles cool. Reg dich ab. Oh mein Gott, ganz viele Geister. Ich hasse Geister. Oh, wir sind Gabi. Wir machen jetzt so viel Schaden. Ich glaube, dann können wir es sogar schaffen, The Lamb zu besiegen, ohne groß kämpfen zu... Fuck. Müssen. Okay, halbes Leben. Ich würde halt trotzdem gern mit vollem Leben dahin kommen. OMG, das ist nicht cool, aber die... Die Fliegen helfen uns auf jeden Fall mega gut. Ein Schlüssel, der mir nicht hilft. Ein Raum noch, dann fühle ich mich zumindest ein bisschen... Oh nein, und dann ist das so ein Raum. Und dann ist das so ein Raum. Wir müssen die ganz schnell töten, bevor er einen Laser macht. Okay. Bitte. Nein. Oh Gott, bitte stirb einfach. Danke. Dass ich den Raum geschafft habe, ohne ein Leben zu verlieren, ist wirklich... Das ist nicht normal. Nicht normal für mich zumindest. Okay. Alles cool. Ich bin ein bisschen angespannt. Wenn wir noch 3 Ebenen hinbekommen, ohne Leben zu verlieren, wäre der absolute Wahnsinn. Dann könnten wir nämlich... Dann hätten wir richtig gute Chancen. Okay. Oh, ich bin so happy, dass wir noch Gabi geworden sind. Das erleichtert das alles so krass. Okay, wir jetzt... Concentration. Auf gar keinen Fall.
irgendeine Bombe oder so einsammeln, das ist übelst wichtig jetzt. Das wird mich so abfucken, wenn wir jetzt aus Versehen über irgendeine Bombe oder sowas rüberlaufen. Wir müssen in jedem Raum darauf achten, dass hier nicht aus Versehen irgendwo irgendeine Scheiße rumliegt. Okay. 2,5 Leben. Come on. Gib mir the Lamp jetzt. Gib mir the Lamp. Mach nicht diese. Mach nicht diese, dass ich hier jetzt total falsch laufe. Ich werde diese Ebene auch nicht beenden, Leute. Ich will einfach nur diese Challenge beenden. Ohne Witz. Alles klar. Die sollten alle tot sein. Komm, fliegen. Macht euer Ding. Bümpchen. Okay, alles cool. Alles cool. Das ist nochmal ein fieser Raum. Kriegen wir aber hin, solange er nicht irgendeine Kacke macht. Okay, sieht aber soweit auch richtig aus, dass wir hier auf dem richtigen Weg auf jeden Fall sind. Oh, diese Fliegen sind so nice und wir haben vor allem auch guten Damage. Sodass die Fliegen, eine Fliege macht ja, glaube ich, doppelten Damage, den man selber hat. Das heißt, eine Fliege macht 15 Damage. Ultra gut. Okay, wir können uns einmal heilen, wenn wir nochmal getroffen werden. Da ist der Boss! Mega gut! Okay, fuck. Blöder Gegner nochmal davor und wir können uns jetzt nicht mehr heilen. Und wir haben auch unsere ganzen Fliegen leider verloren. Scheiße. Ich würde gerne noch ein paar Fliegen... Ah, okay. Leider keine Fliegen. Und wir können uns nicht nochmal heilen, aber wir können zweimal getroffen werden. Okay, jetzt geht's um alles. Bei dem kann man, glaube ich, auch nichts mehr einsammeln, ne? Bei The Lamp. Komm, komm, komm. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Das wäre so geil, gleich beim ersten Versuch nach dem Stream das hinzubekommen. Okay, Concentration. Er geht auf unseren Typen zumindest. Das ist positiv. Und diese Fliegen helfen uns halt mega, ne? Das sieht sehr gut aus. Das sieht ultra gut aus. Okay. Come on, come on, come on. Was macht er? Er geht auf unseren Typen. Oh, das ist so gut, dass wir den haben. Ja, flawless würde ich sagen. Das war ja richtig flawless. It's the key! Woo! Nein, ich möchte kein Victory Lab. Ich habe diese fucking Errungenschaft. Oh, nice, ey. Das lief richtig gut. Maggie war richtig gut. Danke nochmal an den Typen. Ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat. Aber irgendjemand hat im Stream gesagt, nutzt doch Maggie. Da ist sie. Geil, Mann. Jetzt brauche ich nur noch 8 Errungenschaften, wovon eine ist, dass man alle Errungenschaften braucht. Aber das hier war, wie gesagt, die allerletzte Errungenschaft, die ich selbst in der Hand hatte. Die anderen sind mehr oder weniger... Ja, sind random. Oh, ich bin so happy. Und jetzt gibt's richtig geiles Essen. Oh ja, Burger und so. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe es aufgenommen mit Mikro und alles. Das wäre ganz toll. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.